Ja, lass uns heute im Liegen beginnen. Ihr braucht gar nicht so viel. Legt euch einfach zurück auf die Matte. Gerne die Füße einfach nur aufgestellt. Füße mattenbreit, Knie zusammen. Und dann nimmt einen ganz, ganz tiefen Atemzug. Richtig weit einatmen. Noch ein bisschen tiefer einatmen. Noch ein bisschen tiefer. Und durch den Mund atmet aus. Lasst alles los, alles Schwere, alles Feste in den Boden absinken lassen. Und wiederholt es noch zweimal. Atmet tief ein. Noch ein bisschen weiter. Nimm den Druck, nimm alles mit, was wir da so mitschleppen, an die Oberfläche und atme aus, lass es los, durch den Mund, lass den Körper schwerer werden und noch einmal tief einatmen, noch ein bisschen weiter, einatmen und loslassen. Und dann lass den ganzen Körper schwer nach unten sinken. Dann gibt ja ein paar Momente des Ankommens hier und jetzt. Spür deine Fußsohlen auf der Matte. Entspann die Beine, Gesäß, Beckenraum. Entspann den ganzen Rücken. Und lass die Schultern los. Lass die Hände los, weich die Finger, entspanne alle Gesichtszüge. Und dann spüre deinen Atem. Nehme deinen Atem wahr an den Nasenflügeln, wie er ein- und wieder ausströmt. Und du spürst die Einatmung von der Nasenspitze bis zur Stirn. Und die Ausatmung von der Stirn bis zur Nasenspitze. Und du nimmst deinen Atem weiter wahr, wie er über die Stirn, durch den Rachen, in den Brustkorb einströmt und du bist hier weit, die Bauchdecke hebt sich. Die Bauchdecke senkt, der Atem strömt nach außen. Diesen Weg, den du ganz fein wahrnehmen kannst, bis zur Nasenspitze. Nimmst wahr, wie der ganze Körper mit dem Atem schwingt, sich sanft ausdehnt mit der Einatmung und wieder zurücksenkt, in die Mitte zentriert mit der Ausatmung. Lass deinen Atem immer weiter, ohne Druck natürlich, immer weiter sich ausdehnen und spüre, erfahre dich aus dem Inneren heraus. Die Augen geschlossen, wenn du kannst. Vielleicht lokalisierst du noch irgendwo Spannung im Schulter-Nackenbereich. Lass es los, lass es gehen mit der Atmung. Vielleicht nimmst du die Empfindungen um dein Herz herum wahr. Wie leicht und wie frei fühlst du dich hier? Kannst du über den Atem mehr Raum schaffen, mehr Licht erfahren.
kannst du dich ganz wahrnehmen, also auf der physischen Ebene, aber auch auf der emotionalen Ebene. Deine Gedanken, mentalen Ebene, wie sie langsam zur Ruhe kommen. Allein nur durch die Atembeobachtung spürst, wie die Stirn weiter wird. Und auch hier wirst du freier, heller. Lichtvoller. Nur über die bewusste Wahrnehmung. Deine Energie folgt dem Bewusstsein, dem Geist. Und du fühlst dich mehr und mehr in der Einheit, in der Freiheit, in der Leichtigkeit. Spürst dich ganz heil, ja, whole in Englisch, holy, heilig, ja, alles ist gleiche Wortstamm. Warum sich nicht holy fühlen, heilig? Mehr und mehr erinnern, dass wir da so viel mehr sind, als das alltägliche Denken uns vorspielt. Und so heben wir ganz natürlich die Schwingung unseres ganzen Körpers an, unseres So-Seins. Verbindest dich mit deiner höchsten, hellsten Kraft und erfährst dich nun auf allen Ebenen. Eine Basis hier setzen. Spüre, wie der Atem sich auch in der Bauchhöhle ausdehnt, der Brustkorb weit wird und spüre, wie der Bauchnabel sanft zurückgeht, der Unterrücken lang wird, das Kreuzbein nicht um Fersen und jetzt bringen die Füße parallel und die Knie über die Fersen. Nehme deinen Atem wahr, gerne auch im Ujjayi atmen, also jetzt die Stimmritze verschließen und spüre, mit der Einatmung wirst du weit, Brustkorb wird weit, du hebst vielleicht sogar leicht das Brustbein an, der untere Rücken kommt weg vom Boden. Und mit der Ausatmung ziehst du den Bauchnabel nach innen, verlängerst das Kreuzbein Richtung Fersen. Und dann mach das wieder, atme ein, Brustkorb wird weit, Unterrücken hebt sich leicht. Und du atmest aus dem Bauch aus, zieh den Nabel ganz nach unten, verlängere das Kreuzbein Richtung Fersen. Wenn du einatmest, heb die Arme nach oben, lass den Brustkorb ganz, ganz weit werden, schön runden. Und mit der Ausatmung zieh den Bauch nach innen, die Arme nach vorne und heb den Oberkörper leicht an, Kinn zum Brustbein. Einatmen, heb das Brustbein, die Arme zurück, wir wiederholen das ein paar Mal. Wie bei Katze Kuh, die ganze Wirbelsäule mit involvieren, ausatmen, rund werden, Arme nach vorne. Einatmen, öffnen, weite erfahren. Ausatmen, ganz leer, Kinn zum Brustbein. Einatmen, öffnen.
Und wieder ganz leer, atme aus, heb den Kopf. Einatmen, streck dich noch einmal nach hinten. Ausatmen, komm nach vorne, jetzt zieh die Knie zum Brustkorb ran, lass die Arme vorne, bleib hier ein. Und mit der Ausatmung streckt das rechte Bein über den Boden schwebend nach vorne aus für die Bauchmuskeln. Pointe den Fuß, spreiz die Zehen, bleib hier ein. Und ausatmen, beugt das rechte Bein, streckt das linke Bein nach vorne aus. Einatmen hier und ausatmen wieder zurück. Rechtes Bein nach vorne. Einatmen hier. Aus, zurück. Linkes Bein nach vorne. Und noch einmal hier ein. Mit der Ausatmung zurück. Bleibe hier, leg den Oberkörper ab, greift die Knie, den Kopf nach rechts drehen. Wieder zur Mitte, nach links. Wieder zur Mitte. Stell die Füße noch einmal parallel unter den Knien auf. Und mit der Einatmung, wie gerade eben, hebt die Arme, hebt das Brustbein an. Und ausatmen, zieh den Bauch nach innen, heb dein Becken hoch. Bleibe hier, atme ein. Schieb die Füße kraftvoll in die Matte, Innenoberschenkel zueinander, aus, tief in den Brustkorb ein, atme aus, tief ein, atme aus, noch zwei ein, atme aus, noch einmal ein. Atme aus, langsam nach unten abrollen, Arme nach vorne. Einatmen, zieh die Knie zum Brustkorb ran und dann die Nasenspitze ausatmen zwischen die Knie. Jetzt schwingen die Füße, die Unterschenkel nach oben und hebt den Po und mit der Ausatmung roll ich nach oben, vielleicht ganz zum Sitzen. Halt dein Kinn am Brustbein, roll dich langsam wieder zurück und dann wieder nach vorne. Wiederhol das ein paar Mal, mach das ganz bewusst. Ja? Der Bauch ist aktiv, mit der einen zurück, aus nach vorne. Kannst die Arme auch lösen, die Arme neben den Körper, ein und zurück. Vielleicht den Po richtig, die Füße nach hinten, Arme nach hinten, ausatmen nach vorne. Einatmen zurück. Ausatmen nach vorne, vielleicht den Po anheben, in die Hocke kommen. Zurück. Und wieder vor. Ups. Einmal den Po hin. Und zurück. Noch zweimal. Den Po heben. Nach hinten. Und vor. Und zurück. Und dann komm nach vorne. Bleibe vorne. Heb den Po. Uttanasana, Knie können gebeugt sein, lass dich über die Beine nach unten sinken. Schüttel mal den Kopf aus und atme aus. Schau, dass die Füße parallel sind. Schieb die Fersen kraftvoll in die Matte zurück. Und man verlängere, öffne die Rückseite der Beine. Wie gesagt, die Knie können gebeugt sein. Greif die Ellenbogen. Versuche, den Oberkörper auf den Oberschenkel ruhen zu lassen, sodass der Rücken entspannen kann. Ruhig und gleichmäßig fließt der Atem tief ein und aus. Ruhig einatmen und atme aus, lass die Arme los. Komm auf die Fingerspitzen, zieh den Rücken lang, einatmen und ausatmen, tauch über die Beine, schieb die Füße kraftvoll in die Matte, wiederhole das zweimal, einatmen gerne auch die Hände auf die Schienbeine, zieh den Rücken ganz lang,
Aus, über die Beine nach unten sinken. Und noch ein Einatmen Rücken lang. Aus, tauch über die Beine nach unten ab. Einatmen Rücken lang. Ausatmen, beugt die Knie leicht, lass dich über die Beine nach unten sinken. Und jetzt mit einem runden Rücken, zieh den Bauch nach innen, einatmen, roll dich nach oben. Nimm die Arme über die Seiten, über den Kopf, heb das Brustbein und verschränk die Finger, ausatmen, lehn dich nach links. Einatmen zur Mitte und ausatmen, lehn dich nach rechts. Einatmen in die Mitte. Aus die Hände vor das Herz. Einatmen, setz den Po tief, lass euch die Füße hüftbreit. Erstmal hebt den Oberkörper, hebt die Arme. Ausatmen, schiebt die Füße kraftvoll an die Matte, Bauch nach innen, Knie zeigen in die gleichen Richtung wie die Zehen. Tief ein. Und ausatmen, lehne ich nach vorne, lass den Kopf los. Einatmen, Rücken lang. Aus, beugt die Beine. Werde ganz, ganz rund. Schick den Po auf die Matte. Einatmen, roll dich einmal nach hinten. Die Arme zurück. Ausatmen, schwing nach vorne. Uttanasana, lass den Kopf los. Einatmen, zieh den Rücken lang. Aus, tauch über die Beine. Mach den Rücken rund. Roll dich langsam einatmen nach oben, nimm dann auf halbem Weg die Arme über die Seiten, streck dich lang. Und ausatmen, verschränk die Finger, lehn dich nach rechts. Einatmen in die Mitte. Und ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, Hände vor das Herz. Wir machen das nochmal. Einatmen, setz den Po tief, heb die Arme. Ausatmen, setz den Po tiefer. Bis du fast zum Boden kommst. Kinn zum Brustbein ranziehen. Einatmen, roll dich nach hinten. Fast wie im Halasana. Ausatmen, schwing nach vorne. Tauch über die Beine. Lass den Kopf los. Auf die Fingerspitzen kommen. Einatmen, Rücken lang. Tauch über die Beine. Bauch nach innen, atme aus, runde den Rücken, roll dich nach oben, einatmen die Arme über die Seiten, streck dich lang. Und ausatmen, Hände vor das Herz. Surya Namaskar, Sonnengruß, einatmen, heb die Arme, streck dich lang. Heb den Blick, senk das Kreuzbein. Ausatmen, tauche ganz bis nach unten ab. Einatmen, rechtes Bein nach hinten, komme in die schiefe Ebene aus, spüre dich kraftvoll ein, gerne die Liegestütze mit Knien aus, von hier gerne einfach nur die Arme strecken oder aufwärts schauen der Hund und ausatmen, zurück nach unten schauen der Hund, schieb die Hände kraftvoll in die Matte, atme weit an. Atme aus, verlängere die Sitzbeinknochen, nach hinten hoch, aber spür Mula Bandha, Fersen schieben rück, Kniescheiben an die Oberschenkel. Tiefer Atem. Lass den Atem ruhig. Präsent ein- und ausströmen. Und hier noch einmal einatmen. Und mit der Ausatmung beugt die Beine, blick nach vorne, laufe oder wenn du möchtest, spring nach vorne, heb das Brustbein an, tauch über die Beine. Fühl den Bauch aktiv, jetzt aber den Rücken lang strecken, komm einatmen, den ganzen Weg nach oben, Kreuzbein schiebt nach unten, schau zu den Ringfingern, ausatmen, Hände vor das Herz, einatmen, heb die Arme, streck dich lang, ausatmen, tauche ganz bis nach unten ab,
Ein Herz weit, linkes Bein nach hinten. Auf Seite von hier gleich in die Liegestütze, mit oder ohne Knie. Arme strecken hier, aufwärts schauen, der Hund einatmen. Und ausatmen zurück. Nach unten schauen, der Hund. Atme ruhig ein. Atme aus, eins. Einatmen. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Und noch einmal ein. Atme aus, fünf. Beug die Beine. Laufe oder spring nach vorne. Gib das Herz mit dem Lang. Über die Beine nach unten sinken, Füße gut erden, Rücken lang einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, Hände vor das Herz. Noch eine Runde. Einatmen, deine Flügel weit heben. Ausatmen, nach unten, das Herz spürt. Einatmen, Rücken lang, du kannst auch mit dem rechten Bein zurücksteigen. Ausatmen, laufe oder springe in die Liegestütze. Einatmen, aufwärts schauen, der Hund. Und ausatmen, nach unten schauen, der Hund. Bleibe ein. Bleibe aus. Tief ein. Vollständig aus. Zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Ein. Aus, vier, nimm den Atem wahr, atme aus, beug die Beine, blick nach vorne, lauf oder springe, heb das Herz, einatmen, tauch über die Beine, erde die Füße aus, einatmen, komm den ganzen Weg nach oben, streck die Arme über den Kopf, aus die Hände vor das Herz, wir üben den Shivamukti groß, verhak die Daumen, einatmen, zieh die Arme nach oben und zurück. Ausatmen, beug die Beine, beschränk die Finger hinter dem Rücken, zieh die Arme lang oder vielleicht die Beine mehr strecken. Einatmen, Beine beugen, Hände zum Boden, rechtes Bein nach hinten, Rücken lang. Aussteige, zurück in den Hund. Einatmen nach vorne, schiefe Ebene. Aus in die Liegestütze. Jede Variante, okay. Einatmen, aufwärts schauen, der Hund. Ausatmen, nach unten schauen, der Hund. Einatmen, vor, schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust zum Kinn. Einatmen in die Kurve. Aus, pro Richtung Fersen. In den Hund. Rechtes Bein einatmen nach vorne. Ausatmen, anderes Bein dazu, lass den Kopf los. Verhakt die Daumen, beugt die Beine. Ein nach oben und eventuell zurücklehnen. Aus, beugt die Beine, verschränkt die Finger, zieh die Arme lang, lass den Kopf los. Einatmen, Beine beugen, Hände zum Boden, linkes Bein nach hinten. Ausatmen, steige zurück in den Hund. Einatmen nach vorne, schiefe Ebene. Chaturanga, Liegestütze aus. Einatmen aufwärts schauen, der Hund. Ausatmen nach unten schauen, der Hund. Einatmen vor, schiefe Ebene. Ausatmen Knie, Brust und Kinn. Einatmen Kobra. Ausatmen Richtung Fersen. Zurück in den Hund. Einatmen links nach vorne. Ausatmen anderes Bein dazu. Behack die Daumen, einatmen nach oben und eventuell zurück. Jetzt schwing nochmal durch, atme aus. Verschränk die Finger. Einatmen Hände zum Boden, rechtes Bein nach hinten. Ausatmen steige in den Hund. Einatmen vor, schiefe Ebene. Ausatmen, Liegestütze.
Einatmen, aufwärts schauen. Aus, nach unten schauen. Und einatmen, Vorschiebe, Ebene. Und ausatmen, bring Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen in die Cobra. Aus, pro Richtung Fersen. Zurück in den Hund. Pass auf, bleibe hier. Einatmen, hebt das rechte Bein nach hinten hoch. Bleibe hier, öffne die rechte über die linke Hüfte. Beug das rechte Bein, atme aus. Zieh den Nabel nach innen, Kreuzbein zur Kniekehle ein. Atme aus. Tief ein. Atme aus, streck das rechte Bein ein. Dreh die Hüfte ein, rechten Fuß nach vorne, langsam, ja? Knie-Nasenspitze kurz zusammen und dann setz den rechten Fuß zwischen die Hände. Einatmen, heb den rechten Arm. Ausatmen, führ den rechten Arm nach hinten, nach unten, nach vorne, nach oben ein. Und aus, wieder zurück. Einatmen hin. Aus, nach unten, einatmen, heben und ausatmen, nach unten, einatmen, hebt den rechten Arm, bleibe ich hier, atme aus, werde ganz leer, tief ein, atme aus, spür den rechten Fuß gut verwurzelt, ein, atme aus, tief ein. Atme aus, guck zum Boden, verlagere das Gewicht auf den rechten Fuß, komm auf die Fingerspitzen der linken Hand, heb das linke Bein ein, rechte Hand weiter nach vorne, gerne auf einem Block. Atme aus, dreh dich nach rechts auf, tief ein. Atme aus, das obere Bein stark, Innenoberschenkel schieben, rück ein. Atme aus, halt die Wirbelsäule lang ein. Atme aus, einatmen, ausatmen, guck zum Boden, beug das Standbein, lass die Hände wie sie sind, einatmen, komm nach oben zum Stehen, heb das linke Knie, für den Adler wickel den linken über den rechten Oberschenkel, rechten Arm über den linken, kreuz die Unterarme, einatmen, ausatmen, bleibe aufrecht, aber ziehe die Ellenbogen weg vom Brustbein ein. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig ein. Und aus. Einatmen. Atme aus. Pass auf. Lass den Adler fliegen. Einatmen. Heb die Arme. Heb das linke Bein. Und jetzt dreh dich nach links. Komm in die Grätsche. Pass auf, ich drehe mich kurz zu euch. Also wir sind in der Grätsche. Fersen parallel. Also Außenkante der Füße parallel zum äußeren Mattenrand. Und ausatmen. Verschränkt die Finger hinter dem Rücken. Heb das Brustbein an ein. Und ausatmen. Tauche nach vorne. Zieh die Arme lang. Die Füße kraftvoll in die Matte. Lass den Kopf los, in den Brustkorb ein. Ausatmen hier. Noch einmal hier einatmen. Atme aus, die Hände langsam nach unten gehen lassen. Einatmen, komm auf die Fingerspitzen, zieh den Rücken lang. Ausatmen, setz die Hände in die Matte oder auf den Boden, beug die Beine. Lauf, spring die Füße zusammen, die Fersen sind am hinteren Mattenrand, die Hände unter den Schultern, einatmen. Die Arme sind die Hände auf den Blöcken, wenn du die Beine sonst nicht strecken kannst. Atme hier aus, zieh den Bauch nach innen, heb das rechte Bein zur Seite, einatmen, atme aus, eins, tief ein, ausatmen, zwei, einatmen, atme aus, drei, einatmen, ausatmen, vier, noch einmal ein,
Und ausatmen, 5, senkt den rechten Fuß. Lass den Kopf los, über die Beine nach unten sinken. In den Brustkorb ein. Rücken lang, Bauch nach innen aus. Hebt das linke Bein, einatmen zur Seite hoch. Atme aus, 1. Flex den Fuß ein. Schau, dass du wirklich zur Seite gestreckt bist, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Kiefergelenke sind entspannt ein. Und ausatmen, senk den Fuß. Lass dich über die Beine nach unten sinken. Auf die Fingerspitzen kommen, Rücken lang ein. Und ausatmen, werde ganz, ganz leer. Bauch nach innen, mit einem runden Rücken einatmen, roll langsam nach oben. Nimm die Arme über die Seiten, streck dich lange, heb den Brustkorb, heb den Blick. Ausatmen, senk die Hände vor das Herz. Komm an den Anfang der Matte. Einatmen, heb die Arme, streck dich lang. Ausatmen, Hände vor das Herz, verhack die Daumen. Einatmen, zieh dich nach oben und zurück. Ausatmen, beug die Beine, verschränk die Finger, zieh die Arme lang. Einatmen, Hände zum Boden, linkes Bein nach hinten. Rücken lang. Ausatmen, steige zurück in den Hund. Einatmen, komm nach vorne in die schiefe Ebene, deine Wahl. Liegestütze mit oder ohne Knie. Hochdrücken, aufwärts schauen, der Hund ein. Ausatmen, zurück, nach unten schauen, der Hund. Einatmen, nach vorne, schiefe Ebene. Ausatmen, bring Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen in die Kobra. Aus, Po Richtung Fersen, zurück in den Hund. Bleibe hier, schieb die Füße kraftvoll in die Matte, gerne den rechten Fuß ein bisschen mittiger und dann hebt das linke Bein ein. Ne? Öffne die linke Hüfte über die rechte, beug das linke Bein aus. Einatmen hier, atme aus. Tief ein, spür die Kreuzbein, Schambein zueinander arbeiten, 2. Und ausatmen. Streck das linke Bein ein, die Hüfte gerade. Die Nasenspitze zusammen, atme aus. Setz den linken Fuß zwischen die Hände ein. Ausatmen, zieh die Schultern zurück, heb den linken Arm. Einatmen hier. Und dann nach hinten, unten führen, aus. Nach vorne, oben ein. Und zurück, aus. Wieder nach oben ein. Atme aus. Noch einmal. Großer, schöner Kreis. Ausatmen. Und beim nächsten Mal, wenn der Arm nach oben geht, bleibe ich hier. Atme ein. Atme aus. Tief ein. Brustkorb ist weit. Schultern weg von den Ohren. Ein. Atme aus. Spür den Beckenboden stark. Ein. Atme aus. Hier einatmen. Guck nach unten. Fühl dich kraftvoll. Heb das rechte Bein. Lauf mit den Händen weit nach vorne. Oder mit der rechten Hand, ja, weit nach vorne. Zieh den Rücken lang und leg an der linken Hand vorbei, eventuell. Lass das rechte Bein stark ein. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig einatmen. Atme aus, letztes Mal hier ein. Atme aus, guck zum Boden, fühl dich stark, beug das Standbein. Einatmen, komm nach oben, heb das rechte Knie, wickel es um den linken Oberschenkel, linken Arm über den rechten. Adler, tief ein, Garuda. Atme aus, setz dich tiefer, zieh die Schultern weg von den Ohren, die Ellenbogen nach vorne ein. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig einatmen. Und hier aus, letztes Mal.
Mit deiner Einatmung lass den Adler fliegen. Pass auf, heb das rechte Bein. Und dann komm wieder zur Grätsche. Einatmen hier. Hände in die Hüften. Heb das Herz an. Zieh die Ellenbogen zurück. Einatmen. Und ausatmen, tauch nach vorne. Einatmen, zieh den Rücken lang. Ausatmen, Hände auf einer Höhe mit den Füßen. Beug die Ellenbogen, schieb die Hände in die Matte, Brustkorb weit ein. Ausatmen, Nabel nach innen, Nacken ist lang. Einatmen. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig ein. Fühl die Kraft in den Beinen. Ja? Ausatmen. Einatmen. Und aus. Letztes Mal hier ein. Atme aus. Langsam. Komm wieder nach vorne. Unter die Schultern. Einatmen. Rücken lang, beugt die Beine, springt die Füße zusammen, Fersen am hinteren Mattenrand, Rücken ist lang ein. Gerne mit dem Becken hier bleiben und wie gerade eben das rechte Bein zur Seite heben oder du greifst mit dem Zeige- und Mittelfinger um den Großzeh und den rechten, ziehst den Bauch nach innen, dann kannst du ganz leicht das Becken nach links ausweichen natürlich und hebst das rechte Bein zur Seite, flex den Fuß ein. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Und mit der Ausatmung setzt den rechten Fuß ab. Rechte Hand zum Boden. Bauch nach innen. Heb hier mit der Einatmung. Atme aus. Einatmen. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Und ausatmen, setz den Fuß ab. Und lass den Kopf mal über die Beine nach unten sinken. Einatmen, zieh den Rücken lang. Aus, verbeug dich über die Beine, beug die Knie. Mit runden Rücken einatmen, die Arme über die Seiten nach oben strecken. Hebt dein Brustbein und den Kopf. Aus die Hände, vor das Herz. Komm wieder an den Anfang der Matte. Spür dich stark, spür dich weit, nimm dich aus dem inneren Raum heraus. Der Atem fließt, Gewicht auf den rechten Fuß verlagern, zieh das linke Knie zu dir ran, greif um das Schienbein, schalte strebt nach oben ein. Öffne das Knie zur Seite, Fußsohle innen zum Oberschenkel, Ferse geht etwas nach vorne, Hände vors Herz. Jederzeit kannst du deinen Fuß auch weiter unten abstellen oder Ferse am Knöchel halten. Einatmen, heb die Arme. Ausatmen, öffne die Arme, spreiz die Finger. Tief ein, schieb über den Scheitel nach oben. Lass den Blick in Augenhöhe aus. Tief und ruhig ein. Atme aus. Und ruhig ein. Atme aus. Und noch einmal hier ein. Ausatmen. Hände über den Kopf einatmen. Ausatmen, Hände vors Herz. Zieh das linke Knie nach vorne, atme ein. Lehn dich nach vorne, großer Schritt nach hinten, atme aus. Einatmen, heb die Arme, streck das rechte Bein. Ausatmen, beug das rechte Bein, Hände vor das Herz, das linke Knie mit dazu bewegen. Einatmen, strecke beide Beine. Ausatmen, beuge und dann das linke Knie beugen. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Jetzt das linke Knie bis zum Boden nach unten absinken lassen. Einatmen, Herz weit. Ausatmen, dreh dich nach rechts. Linken Ellenbogen hier einrasten lassen. Hände vor das Herz. Eventuell strecke das linke Bein ein. Atme aus, hier eins. Tief ein.
Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf. Pass auf, bring beide Hände zum Boden. Einatmen. Gewicht auf den rechten Fuß verlagern. Hebt das linke Bein. Rechte Hand geht weiter nach vorne. Zieh den Bauch nach innen. Und jetzt dreh die linke Hüfte über die rechte. Atme aus. Die linke Schulter über die rechte für den Halbmond. Flex den oberen Fuß. Vielleicht hebst du den linken Arm. Atme hier tief ein. Spür, wie der rechte Fuß kraftvoll in die Matte schiebst, der Bauch nach innen geht aus. Einatmen. Atme aus. Pass auf. Einatmen. Atme aus. Spür dein Becken stark. Lass den rechten Arm nach oben gehen. Ein paar Zentimeter über den Boden schweben. Einatmen. Atme aus. Komme nach oben. Zieh den linken Fuß zur Seite an. Ein bisschen balancieren. Und ausatmen, stell den linken Fuß neben den rechten, die Hände vor das Herz. Atme hier an. Und aus, verlagere das Gewicht auf den linken Fuß. Hebe das rechte Knie ein, natürlich. Öffne das Knie zur Seite, Fußsohle innen zum Oberschenkel, zur Wade oder an die Knöchel. Mit der Einatmung hebt die Arme. Atme aus, wachse nach innen und nach oben und unten. Tief ein. Atme aus. Atme aus. Gleichmäßig ruhig ein. Vollständig ausatmen. Tief ein. Atme aus. Einatmen hier. Hände über den Kopf, ausatmen, Hände vor das Herz. Zieh das rechte Knie nach vorne ein, lehn dich ein bisschen nach vorne und mach einen großen Schritt nach hinten aus. Schau, dass du stabil stehst. Ja, rechte Hüfte schiebt nach vorne, hebt die Arme, streckt das linke Bein ein. Ausatmen, beug das linke Bein, dann das rechte Knie, Hände vor das Herz. Einatmen, streck die Arme, hebe dich. Ausatmen, senkt die Hände, beuge. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Lass den Scheitel nach oben wachsen dabei. Noch einmal strecke das linke Bein, das rechte und die Arme nach oben. Ausatmen, langsam beugen. Und dann setzt das rechte Knie zum Boden ab. Einatmen, Herz weit. Ausatmen, dreh dich nach links auf. Hände vor das Herz, Blick über die linke Schulter. Eventuell streckt das rechte Bein ein. Atme hier aus, eins. Tief ein. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Atme aus. Fünf. Guck zum Boden. Einatmen. Hände zum Boden. Ausatmen. Das Gewicht auf den linken Fuß. Hebt das rechte Bein. Setz die linke Hand unter die Schulter. Und öffne die rechte wie über die linke Hüfte. Hebt den rechten Arm. Einatmen. Ausatmen. Oberes Bein ist ganz, ganz stark. Tief ein. Ardha Chandrasana, atme aus. Tief ein. Atme aus dem Bauch aus. Schieb den linken Fuß kraftvoller in die Matte. Wenn du kannst, lass den linken Arm über den Boden schweben. Ein. Atme aus. Hier ein. Atme aus. Einatmen. Heb den Oberkörper, rechtes Bein über die Seite. Heb die Arme. Ausatmen, setz den rechten Fuß ab, Hände vor das Herz. Einatmen, heb die Arme, verschränk die Finger. Lehn dich nach rechts, atme aus. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, lehn dich nach links.
Einatmen in die Mitte. Pass auf. Ausatmen, löse die Hände, setze den Po tief, setze dich tiefer, tiefer, tiefer. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Jetzt Kinn zum Brustbein, roll zurück, einatmen, hast den Halasana. Ausatmen und roll nach vorne, Uttanasana. Einatmen, Rücken lang. Austauch über die Beine. Einatmen, Herz weit. Lauf oder springe zurück in Hundwagen oder in die Liegestütze, in die Yasa einbauen. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, zurück. Nach unten schauen, nach Hund. Einatmen, hebt das rechte Bein. Ausatmen, rechter Fuß nach vorne, linke Ferse zum Boden. Einatmen, komm nach oben in Virabhadrasana 1. Ausatmen, öffne zu Virabhadrasana 2. Bleibe hier, einatmen. Blick über die rechte Hand, atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig ein. Ausatmen 3. Einatmen. Ausatmen 4. Einatmen. Ausatmen 5. Streck das rechte Bein, heb den rechten Arm, senk die linke Hand. Ausatmen, beug das rechte Bein, lehn dich nach links. Atme hier tief ein und atme aus. Ruhig ein, atme aus. Und noch einmal ein, atme aus, einatmen. Zieh dich weit nach vorne, bring den rechten Unterarm auf den Oberschenkel, zieh den linken Arm weit über das Ohr, schieb dich weg vom Knie, Schulter ist weg vom Ohr, tief ein. Atme aus, dreh den Brustkorb weiter auf. Einatmen. Ausatmen, lehn den Kopf ein bisschen zurück. Schau nach oben zur linken Hand ein. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig ein. Atme aus. Hier noch einmal ein. Atme aus. Einatmen, Hände zum Boden. Ausatmen, in den Ausfallschritt bleibe ich hier. Einatmen, zieh den Rücken lang. Ausatmen, Schritt an den Anfang der Matte. Lass den Kopf los. Einatmen, roll dich mit runden Rücken nach oben, Arme über den Kopf. Aus die Hände vor das Herz. Einatmen, heb die Arme, setz den Po tief, Utkatasana. Ausatmen, setz den Po tiefer, 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 Kinn zum Brustbein. Roll dich einmal zurück, einatmen. Ausatmen, roll dich nach vorne, Uttanasana, lass den Kopf los. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, tauch über die Beine. Schieb die Füße in die Matte, wenn du willst, mach einen Vinyasa. Laufe oder spring zurück. Chaturanga. Einatmen, aufwärts schauender. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Atme hier tief ein. Und atme aus. Heb das linke Bein nach hinten hoch ein. Linker Fuß geht langsam nach vorne. Zieh den Nabel nach oben. Erde die rechte Ferse. Einatmen, komm nach oben, in Virabhadrasana 1. Öffne zur Seite, Virabhadrasana 2. Bleib hier, weg über die linke Hand. Einatmen. Atme aus, 1. Tief ein. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, 5. Hier den linken Arm, streck das linke Bein, senk die rechte Hand, lehn dich weit nach hinten. Mit der Ausatmung beugt das linke Bein. Bleibe hier ein. Atme aus. Tief ein.
Atme aus. Noch einmal ein. Und hier aus. Einatmen, lehne dich nach vorne, linken Unterarm auf den rechten Oberschenkel. Ausziehe den rechten Arm weit, weit, weit über das Ohr. Streck dich lang, dreh den Brustkorb auf, schaffe Platz hier in der linken Schulter. Leg den Kopf ein bisschen zurück und blick zur rechten Hand. Tief atmen. Und ruhig ein. Und genauso lang aus. Tief ein. Ausatmen. Vier, noch ein. Ausatmen. Fünf. Einatmen, bring die Hände zum Boden. Heb die hintere Ferse. Atme aus. Einatmen, bleib hier. Schritt nach vorne. Lass den Kopf los. Atme aus. Noch einmal den Rücken lang ein. Über die Beine nach unten sinken. Schieb die Füße in die Matte. Zieh den Bauch nach innen. Einatmen. Roll dich nach oben. Zieh die Arme über die Seite nach oben. Zum Schluss das Brustbein und den Kopf. Aus. Die Hände vor das Herz. Ein. Setz den Po tief. Utkatasana. Ausatmen. Setz ihn so tief. Du kannst. Bauch nach innen. Kinn zum Brustbein. Roll dich nach hinten. Einatmen. Ausatmen, roll dich nach vorne, Uttanasana. Einatmen, Rücken lang. Lauf oder spring, wenn du willst, in die Liegestütze oder warte im Hund. Einatmen, aufwärts schauender. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Heb das rechte Bein nach hinten hoch ein. Rechter Fuß nach vorne, senk die linke Ferse. Einatmen, komm nach oben in Virabhadrasana 1. Ausatmen, öffne zu Vira 2. Einatmen, streck das rechte Bein, zieh die Hüfte zurück, in das Dreieck, atme aus, heb den linken Arm ein. Atme aus, 1, blick an der linken Hand vorbei, ein. Ausatmen, Fuß aktiv, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, 5. Guck nach unten. Einatmen, komm nach oben zum Stehen. Lass die Beine gestreckt, die lehne dich noch weiter nach hinten. Rechter Arm nach oben, linker nach unten. Bleibe hier ein. Bleibe aus. Tief ein. Und aus. Noch einmal ein. Atme aus, einatmen, zieh das Becken zurück, den rechten Arm weit nach vorne, wie im Dreieck. Und dann senk auch die rechte Hand und zieh nur den linken Arm weit, weit über das Ohr. Gestreckte Dreieck. Tiefer Trikonasana. Tiefer Atem. Genieß die ganze linke Seite lang zu machen. Hier noch einmal ein. Atme aus, schieb die Füße in die Matte. Einatmen, komm nach oben zum Stirn. Ausatmen, beugt das rechte Bein. Einatmen, Hände zum Boden, heb die hintere Ferse. Ausatmen, Schritt nach vorne, taucht über die Beine. Zieh den Rücken lang ein. Taucht über die Beine aus, Bauch nach innen, roll dich langsam. Einatmen, nach oben, Arme über die Seiten, über den Kopf. Aus, die Hände vor das Herz. Einatmen, setz den Po tief, Utkatasana. Ausatmen, setz den Po tiefer. Setz dich nach unten, Kinn zum Brustbein. Einatmen, roll nach hinten. Ausatmen, nach vorne, Uttanasana. Einatmen, Rücken lang. Lauf oder spring zurück. Chaturanga. Einatmen, aufwärts schauende. Aus, nach unten schauende Hund. Heb das linke Bein nach hinten hoch ein. Linker Fuß nach vorne, rechte Ferse erden. Einatmen, komm nach oben in Virabhadrasana 1. Öffne zu Virabhadrasana 2. Streck das linke Bein ein. Zieh die Hüfte zurück. Ins Dreieck, atme aus. Rechter Arm geht nach oben. Die Beine sind stark ein. Atme aus.
Blick an der rechten Hand vorbei. Benutze die Augen. Aus zwei. Einatmen. Füße richtig stark. Drei. Hier noch einmal ein. Und dann guck zum Boden. Einatmen. Komm nach oben zum Stehen. Ausatmen. Lehn dich nach hinten. Senk die rechte Hand. Heb den linken Arm. Ganz weit werden hier. Lass den Atem tief. Und dann mit der nächsten Einatmung zieh den linken Arm nach oben. Die Hüfte zurück. Komm nochmal ins gestreckte Dreieck. Rechten Arm über das Ohr. Öffne den Brustkorb. Halt die Beine stark. Und hier noch einmal ein. Und atme aus. Einatmen. Komm nach oben zum Stehen. Ausatmen, beugt das linke Bein. Einatmen, Hände zum Boden, hebt die hintere Ferse. Schritt an den Anfang der Matte. Atme aus. Einatmen, zieh den Rücken lang. Ausatmen, tauch über die Beine, werde ganz rund. Einatmen, roll dich nach oben noch einmal. Die Arme über die Seiten, streck dich lang. Heb den Blick. Aussenken die Hände vor das Herz. Einatmen, setz den Po tief, Utkatasana. Ausatmen, setz dich tiefer, 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 Kinn zum Brustbein. Roll dich nach hinten ein, Arjuna. Und roll dich nach oben aus, Uttanasana. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, setz den Po tief, tiefer, 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 setz dich nach unten, streck die Beine nach vorne aus. Endlich, ja, tief ein. Atme aus, beug das rechte Bein, bring den rechten Fuß außen an das linke Knie oder Oberschenkel, heb den linken Arm ein. Ausatmen, dreh dich nach rechts auf, zieh die Schultern zurück, Wirbelsäule lang ein. Und ausatmen, kommt tiefer in die Drehung. Tief ein. Atme aus. Ruhig ein. Atme aus. Tief ein. Und aus. Nächstes Mal hier ein. Atme aus, komm einatmen nach vorne. Dreh dich zur anderen Seite. Denk mal zu euch. Das rechte gebeugte Bein greift es an den Fußspann oder am Schienbein und leg es hier nach hinten ab. Weit ist Virasana, öffne die Beine. Ja? Und dann dreh dich nach links. Greif mit der rechten Hand außen den Fuß oder obendrauf, einmal über das linke Bein nach unten sinken lassen. Tief ein. Und aus. Tief ein. Und ausatmen, hier noch ein. Einatmen, komm auf halbem Weg nach oben. Jetzt schiebt die linke Hand unter der rechten durch. Und unter den linken Oberschenkel, vielleicht kannst du dir den Fuß greifen. Musst du nicht. Du kannst auch die Hand einfach hier vorne ablegen. Ja? Vielleicht greifst du dir den rechten Fuß und dann geht die rechte Hand über den Oberkörper außen an den rechten Fuß. Oder du lässt die Hand hier vorne und versuchst dich hier aufzudrehen. Tief der Atem. Liebevoll mit deinen Grenzen um. Atme aus, löse den unteren Arm, zieh den rechten Arm nach oben, komm nach oben zum Sitzen. Ausatmen, spüre ich hier. Greif dir das Schienbein vom rechten Fuß, lass dir die Ferse am Gesäß und erst dann streck das Bein nach vorne aus. Linker Fuß außen zum rechten Oberschenkel. Heb den rechten Arm ein und dreh dich
Nach links auf. Aus. Tief ein. Und atme aus. Für die Drehung hier. Ruhig ein. Atme aus. Wieder Einatmung schafft Länge. Jede Ausatmung bringt dich tiefer nach innen. Noch einmal hier ein und ausatmen. Einatmen nach vorne, dreh dich zur anderen Seite gegen. Wieder in die Mitte, schnapp dir dein linkes Schienbein oder den Fußspann und bring das linke Knie zur Seite. Ja, der Fuß ist nach hinten, außen am Gesäß. Zieh den Rücken lang ein und ausatmen. Tauche über das rechte Bein, linke Hand greift außen, rechte oben drauf. Tiefe Atem. Hier noch einen ein. Atme aus. Komm auf halbem Weg nach oben. Dreh dich zum Himmel auf mit dem Brustkorb. Greif mit der rechten Hand unter den Oberschenkel, den Fuß, wenn du kannst, den Knöchel. Und schau mal, die Schulter ist hier vor dem Knie. Du musst nicht, du kannst hier auch einfach abgestützt bleiben. Ja? Linke Hand kann hier vorne sein, oder du hebst den linken Arm, oder du greifst dir den Fuß. Atme ruhig ein. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Und ruhig ein. Ausatmen. Tief an. Atme aus, letztes Mal ein. Atme aus. Löse rechten Arm nach unten, linker Arm nach oben. Einatmen. Greife wieder den Fuß. Ausatmen, streck das linke Bein in die Grätsche. Einatmen, Rücken lang, flex die Füße. Ausatmen, du kannst dir auch gerne die Blöcke hier vorne abstützen. Hier auf die Blöcke. Lehnen oder wie du es brauchst. Nach vorne aus dem Becken, die Beine sind aktiv. Vielleicht bist du auch aufrecht und dann ist es auch total okay. Lass den Kopf los. Jede Einatmung ist genauso lang und intensiv wie die Ausatmung. Hier noch einmal an und atme aus. Langsam komm nach oben, einatmen. Greif dir in die Knie, bring die Fußsohlen zusammen, atme aus. Rutsch mit dem Po ein bisschen nach vorne und leg dich langsam auf den Rücken ab. Lass die Knie nach außen sinken. Im Moment spüre ich hier ganz restaurativ und passiv, wie der Körper ruhen darf. Aber halte den Atem tief. Dann zieh die Oberschenkel, Knie zu dir zurück, einatmen. Ausatmen, hier streck das linke Bein, oder nee, warte mal, wir machen es so, streck die Arme nach hinten ein, ausatmen, heb den Oberkörper, nimm die Arme nach vorne, einatmen, streck das linke Bein nach vorne, über den Boden schwebend, leide hier, atme ein, senk den Fuß, atme aus, dreh oder greif mit der linken Hand dein rechtes Knie, dreh dich auf die linke Seite, Brustkorb auf, und Kopf nach rechts. Atme hier tief ein. Atme aus. Ruhig ein.
und gleichmäßig lang ausatmen. Komm in die Mitte, beug das rechte Knie, zieh es zu dir zurück. Nasenspitze zum Knie, unteren Rücken lang, linkes Knie ranziehen, greif um das linke Bein und streck das rechte Bein langsam, 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 langsam über den Boden schwebend aus. Bleib hier nochmal. Und ausatmen, setz den Fuß ab, dreh dich mit dem Knie auf die rechte Seite, Oberkörper rotiert nach links. Tiefer Atem. Fühl den Atem durch den Körper streichen. Dann komm langsam mit der nächsten Ausatmung zur Mitte. Greif dir das linke Knie, schieb die Nasenspitze zum Knie. Nimm das rechte Bein dazu ein. Ausatmen hier. Nimm die Arme nach vorne, Schwung zurück ein und nach vorne, Hände zum Boden. Einatmen, Rücken lang. Aus, steige zurück in die schiefe Ebene, fühl dich kraftvoll ein und dann leg dich langsam über die Liegestütze auf den Boden ab. Nimm die Arme nach hinten, zieh die Schulterspitzen hoch, Bauch nach innen. Und dann hebt die Beine, hebt den Oberkörper, hebt die Hände, Shalabhasana, zieh die Schultern zueinander. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Und ruhig ein. Ausatmen viel. Noch einmal ein. Ausatmen fünf, beugt die Beine, greift die Füße, legt die Stirn zum Boden ab. Bleibe hier in Atemzug. Zieh den Bauch nach innen. Kreuzbein zu den Knien. Einatmen, heb dich nach oben in den Bogen. Atme aus. Eins. Tief ein. Zwei. Noch einmal hier einatmen und ausatmen, leg ab, mach ein Kissen mit den Händen, leg eine Wange ab, die Fersen nach außen, atme tief in den unteren Rücken ein und vollständig aus dem Bauch aus. Und dann nimm die Hände neben die Rippen, Stirn zum Boden. Einatmen, öffne dich in den Kobra. Ausatmen, Po Richtung Fersen. Stell die Füße auf, nimm den Grund. Bleibe hier ein. Atme aus. Komm auf die Zehenspitzen. Beug die Beine, lauf nach vorne oder spring durch zum Sitzen. Und setzt euch hin. Rollt euch noch einmal gerne hier langsam, ganz langsam die Arme nach vorne bis auf den Rücken ab. Zieh die Schulterspitzen zum Boden, die Füße hüftbreit, Bauch nach innen, atme aus. Zieh das Kreuzbein zu den Kniekehlen und dann hebt dein Becken hoch ein. Verschränkt die Finger, atme aus. Zieh den Hinterkopf in die Matte, die Schultern unter den Rücken ein. Atme aus, in den Oberschenkel Richtung Boden ziehen, ein. Atme aus. Tief und ruhig der Atem. Und hier noch einmal einatmen. Dann löse die Hände und komm langsam nach unten ab, aus.
Bring die Knie zusammen, die Füße mattenbreit, lege eine Hand auf den Bauch und die andere auf dein Herz. Genieße den Atem unter den Händen zu erfahren. Und dann schnapp dir die Blöcke oder einen, heb das Becken hoch, stell die Blöcke unter das Kreuzbein, quer, flach und streck die Beine nach oben. Beine können gebeugt sein. Halte den Brustkorb weit, den Atem ruhig. Erfahre dich hier. Dem Atem, der ein- und ausströmt. Spür den inneren Raum weit und hell, lichtvoll, weit. Erfahre dich ganz auf allen Ebenen. Ganz heilig, whole, holy. So viel ist in uns, was noch erfahren werden darf, was wir uns nicht zutrauen oder ja, uns selbst immer bremsen. Es ist die Zeit, das Wahre oder unsere Wahrhaftigkeit zu verbinden, unsere Kraft zu erkennen und unsere Potenziale zu erkennen. Es ist die Zeit, das jetzt zu erfahren, ins Handeln kommen, aus dem Herzen heraus, wahrhaftig, in die Freude. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, ein Lächeln wirkt. Ganz subtil, aber effektiv. Das sind diese besonderen Momente, die wir erspüren dürfen. Wenn der Körper im Reinen ist, der Geist im Reinen, wir uns aus diesem hellen, lichtvollen heraus erfahren, über den Geist und über den Körper. Langsam die Beine beugen, die Füße absetzen, dann den Block auf die Seite, die Blöcke. Und dann zieh die Knie hier noch einmal ran und schaukel ganz entspannt nach links und nach rechts. Knie geöffnet oder geschlossen, ganz gleich. Einfach hier um dein Kreuzbein herum. Sanft massieren. Und dann leg dich ab und mach dich bereit für die Endentspannung. Vielleicht deckst du dich zu, ziehst dir was an. Leg dir was unter den Kopf oder unter die Beine, sodass du jetzt nicht auskühlst, sodass du wirklich entspannt ruhen kannst.
Atme hier noch einmal tief, tief ein und lass ausatmen, den gesamten Körper in die Unterlage schwer sinken. Fühl dich gleichzeitig leicht erleichtert. Lass das letzte Mal den Atem bewusst ein- und ausströmen. Entspanne deine Zehen, die Fußsohlen, Fußgelenke. Entspanne Waden, Knie und Oberschenkel. Hüften am Gesäß entspannt. Entspanne den unteren Rücken, den mittleren, oberen Rücken. Die ganze Wirbelsäule ist entspannt. Bauch und Brustkorb entspannt. Entspanne die Finger, Hände und Arme. Schultern und Nacken. Entspanne die Kopfhaut, Stirn, Augenbrauen, Zentrum der Augenbrauen weit. Lass die Augäpfel zurückgehen. Entspanne die Wangenknochen, Kiefergelenk, Unterkiefer. Löse die Zunge locker vom Gaumen, die Lippen weich. Entspanne alle Gesichtszüge. Die Ohren, Ohrläppchen. Entspanne die Haut im ganzen Körper und deinen ganzen Körper wahr, wie er hier liegt, rot. Bleibe wach, dein Geist, der aber dein Körper schläft. Erfahre dich aus der höheren Ebene heraus. Vollkommen frei, vollkommen hell, ganzheitlich. Lichtvoll.
Bleib noch so schön am Boden liegen. Und langsam zurück hier und jetzt in den Raum. Erfahre deinen Körper ganz. Atme ein bisschen tiefer, decke nach und nach deinen Körper auf. Wenn du willst, streck dich hier noch einmal lang durch. Atme schön die Füße auf, roll auf die rechte Seite, mach dich klein und rund, spür hier nach. Und hier langsam die Seite nach oben rollen. Im Moment sitzen bleiben, die Augen geschlossen. Zieh die Hände in den Schoß oder auf die Oberschenkel, spür hier nach. Der Scheitel wächst nach oben, die Füße, Beine, Gesäß, Beckenraum sinkt nach unten. Nimm deinen Atem wahr. Und wenn du möchtest, die Hände vors Herz. Sind mit mir das Om und Lokasamastah, Sukhino Bhavantu. Sanft einatmen. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Hari Om. Senk die Stirn, wenn du möchtest. Bedank dich innerlich bei etwas, spür die Dankbarkeit. Wenn du willst, tauch nach vorne, wo du seit Guru Sri Bhagavan Gidan. Dann komm nach oben. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Üben.